das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, den Wandel, der in Berlin ja immer sehr rasant erfolgt, gut zu steuern. Wir haben zum einen unsere Stadtentwicklungspläne aktualisiert und wir haben mit unserem Beitrag zur Berlin-Strategie die räumliche Kulisse für Schwerpunkträume zu bilden. Die Vorstellung, dass wir damit nicht nur die verschiedenen Planungen miteinander koordinieren, sondern dass wir auch Prioritäten setzen, dass wir Bürgerschaft einbeziehen und dass wir in diesen Räumen vor allem sozusagen die Zukunftschancen Berlins in konzentrierter Weise gemeinsam entwickeln. Mit der Berlin-Strategie wollen wir einen übergreifenden Rahmen bieten, um dann auch den Wandel zu gestalten, sozial abzufedern und auch mit der Stadtgesellschaft gemeinsam Ziele zu formulieren, an denen sich dieser Wandel orientieren soll. In den Räumen, wo das Wachstum besonders groß ist, müssen wir dafür sorgen, dass die Infrastruktur mithalten kann. Das heißt, wir müssen gerade zur Frage der Flächenkonkurrenz dafür sorgen, dass eben für Schulen, für Kitas, für andere soziale Einrichtungen Grundstücke gesichert werden, bevor sie weg sind, bevor durch andere, auch private Entwickler, die belegt werden. Also wir müssen weit vorausschauen. Für München ist das Konzept der Handlungsräume eine Maßstabsebene, wo wir das große strategische Stadtentwicklungskonzept der Perspektive München verknüpfen können mit den teilräumlichen Konzepten, zum Beispiel auf der Ebene eines Bebauungsplanes oder einer Baugenehmigung oder auch einer Viertelstudie. Wien arbeitet mit Zielgebieten, weil wir eigentlich Schwerpunkte setzen wollten. Und innerhalb dieser Schwerpunkte für Stakeholder, Bürgerinnen, Investoren, Interessenten jeglicher Art eine einfache Ansprechstelle schaffen wollten. Ich denke, in den Stadtquartieren spielt sich eigentlich wirklich gesellschaftlich-demokratisches Leben ab, auf der einen Seite. Und in dem Umgriff eines Quartiers können Sie eine ganze Menge Themen gut diskutieren und verhandeln, die am einzelnen Haus oder am einzelnen Stadtblock dann nicht lösbar sind. Es hat sich einfach gezeigt, dass es wesentlich ist, Räume zu definieren, die für die Stadtentwicklung wichtig sind, da uns schlichtweg die Ressourcen fehlen, die gesamte Stadt unabhängig von den gegebenen Fragestellen mit derselben Intensität zu bearbeiten. Für uns ist es besonders wichtig in Marzahn-Hellersdorf, dass wir bestehende Qualitäten unseres Bezirkes als Bezirk, der ja an der Grenze zum Land Brandenburg liegt, sehr großzügig errichtet worden ist, sozialplanerisch wirklich als ein Wohnort mit sehr viel Grün, mit sehr perspektivisch gestalteten Räumen zwischen Wohnen, öffentlichem Raum und eben gewerblicher Entwicklung. Und das ist eine Qualität, die wir unbedingt auch erhalten und weiterentwickeln wollen. Für eine langfristige Zukunft ist es tatsächlich auch in unserem Raum notwendig, dass man den Blick nicht nur auf den Bezirk fokussiert, sondern auf die Gesamtkulisse. Und das meint auch über die Landesgrenze hinweg. Denn den Pendlerverkehr, den wir morgens in Wedding erleben und nachmittags dann wieder raus, das ist zum Beispiel ein Punkt, den man nur mit dem Berliner Umland zusammen lösen kann. Im Prinzip planen wir zum einen die Qualitäten, die Berlin ja auszeichnen, zu bewahren und die Potenziale, die sich in diesen definierten Schwerpunkträumen befinden, zu heben, um Berlin für die Zukunft fit zu machen. Vielen Dank.